Wir möchten unsere NutzerInnen so transparent wie möglich über ihren zukünftigen Arbeitsplatz informieren. Daher sind gekaufte Bewertungen auf Kununu natürlich nicht erlaubt. Wir haben einen Kontrollprozess, der mögliche Auffälligkeiten findet und verdächtige Inhalte werden deaktiviert. Sollte sich der Verdacht auf gekaufte Bewertungen bestätigen, dann werden wir dies zukünftig auch mit einem Hinweis im Profil direkt vermerken, damit unsere UserInnen darüber auch informiert sind. Wir haben einen eigenen Prüfprozess entwickelt, um sicherzustellen, dass keine manipulierten Bewertungen auf Kununu online gehen. Das erkläre ich dir gerne Schritt für Schritt. Erstens, unsere technischen Sicherheitsvorkehrungen stellen sicher, dass jede E-Mail-Adresse pro Unternehmen nur eine Bewertung abgeben darf. Zweitens, danach wird unsere technische Kontrolle aktiv. Jede einzelne Bewertung wird anhand automatisierter Prüfprozesse und unterschiedlicher Parameter in Bezug auf möglichen Manipulationsversuch geprüft. Beleidigungen etc. werden dabei natürlich rausgefiltert. Drittens. Der nächste Schritt ist die manuelle Kontrolle durch unsere MitarbeiterInnen im Community Support Team. Wir prüfen täglich mögliche Verdachtsfälle und deaktivieren Fake-Bewertungen, um eine genauere Prüfung durchzuführen. Die NutzerInnen werden im Falle von Regelverstößen auch kontaktiert, damit sie wissen, was sie mit den Bewertungen jetzt machen müssen. Viertens. Schließlich freuen wir uns auch auf deine Hilfe. Falls du in einem Unternehmensprofil verdächtige Bewertungen siehst und positive oder negative Fake-Bewertungen vermutest, dann kannst du uns auch gerne kontaktieren. Wir schauen uns jeden Verdachtsfall genau an und werden direkt aktiv werden, wenn wir Auffälligkeiten finden. Vielen Dank für deine Unterstützung!